Hallo zusammen, da sind wir wieder. Hi! Ja, wie gesagt, letztes Spiel des Abends steht an. Na, was abends? Das nach. Na doch, jetzt ist ja, Abend. Ja, inzwischen kann man, oder? Wir haben fast auf die Uhr. Ja, fast. Es ist kurz vor 18 Uhr. Da können wir sagen, haben wir nochmal den Abschluss und wir können euch in den Abend reingeleiten. Genau. Ah, vielleicht kommt ja gerade alle vom Grillen nach Hause oder, wer weiß, was ihr heute gemacht habt. Wir haben jetzt immer Fenerbahce gegen Isurus oder auch der Stier. Das Beste wäre, wenn Isurus jetzt auch noch gewinnt und die Gruppe nochmal. Na, wobei, Isurus hat keine Möglichkeit mehr, glaube ich. Wenn sie gewinnen, schon. Dann ich meine, sie stehen jetzt 0-3. Ja, wenn sie gewinnen, dann, also sie müssen jetzt 3-0 gehen eben. Ja. Theoretisch kann sich die ganze Gruppe nochmal umdrehen. Aber also dadurch, dass jetzt eben Fong Wu verloren hat, ist die Chance auf diesen Tiebreaker eben enorm. Das stimmt. Also Möglichkeiten sind noch da. Klar, wenn es komplett nach hinten losgeht, gewinnen die jetzt mehrere Spieler und schaffen es trotzdem nicht. Das wäre super bitter. Das wäre echt schade. Ja, aber im Endeffekt, wäre es halt, so ist das im Leben. Ja, manchmal reicht es einfach nicht. Aber mal schauen, vielleicht können sie jetzt von der besseren Seite zeigen, Isurus. Bisher hat mir halt einfach heute nicht gefallen, man hat gesehen, dass sie da im Vergleich zu den anderen Teams... Genau. Es ist schade, weil sie, wie sie mit einer relativ hohen Erwartung da reingegangen sind, weil es halt oft für die Regionen, aus denen diese Region zusammengeführt wurde, also quasi aus Nord- und Süd-Lateinamerika, ganz knapp nie gereicht. Und jetzt hast du quasi die Starspieler aus beiden Regionen und es reicht vermutlich wieder nicht. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, weil man schon dachte, okay, diesmal könnte es klappen. Du bist natürlich in der vermeintlich schwereren Gruppe, aber du musst halt jeden schlagen können. Das klingt immer so dumm, aber im Endeffekt, wenn du wirklich weiterkommen willst, musst du jeden schlagen können. Auch in der Play-in-Runde 2, da lauern dann eben auch keine Waschlappen, sondern da kommt dann eben Nordamerika, da kommen die Flash-Wolves. Das ist halt hart. Keine Waschlappen. Ja, aber stimme ich dir zu. Also, ist vollkommen richtig. Du musst dich halt auch eigentlich immer weiter steigern. Du musst eben irgendwie auch selbst was mit reinbringen und kannst halt nicht immer nur darauf hoffen, dass ein Gegner vielleicht mal ein schlechtes Spiel haben. Und das hat man bei Isurus einfach nicht gesehen. So leid es mir tut und so cool das Logo von denen ist und so sympathisch die Spieler natürlich auch sind. Es reicht halt anscheinend einfach nicht. Vielleicht können sie uns jetzt noch eines Besseren belehren. Wie gesagt, die zweite Hälfte dieser Gruppenphase hier steht ja noch an. Da meditiert man nochmal. Kann man machen. Konzentration. In sich. Du hast es jetzt schon öfter angesprochen. Es ist halt wirklich das 8. Game des Tages. Das ist echt eine Ewigkeit. Ich frage mich, was sie auch Backstage machen. Ob vielleicht so einer wirklich mal eine halbe Stunde gepowernappt hat oder so, was ja vielleicht auch mal helfen kann. Also kein Spaß. Und manchmal ist es gar nicht mehr so schlecht, wenn du einfach die Augen zumachst, ein bisschen abschaltest, weil es halt, du spielst zwar nicht durchgängig, klar, ist ja nur League of Legends spielen, bla bla, aber es ist ja trotzdem eine nervliche Belastung. Den ganzen Tag da irgendwie auch auf einer Bühne sitzen und alles. Es zerrt halt schon an den Nerven. Also, da ich momentan ja der Anno-Sucht verfallen bin, würde ich meinen PC aufstellen, gemütlich eine Stadt aufbauen. Aber um dich vom Zocken abzulenken, willst du zocken? Ja, klar. Schwierig. Nein, natürlich nicht. Also, klar, theoretisch könnte das sogar auch helfen, wenn du irgendwie an was komplett anderes denkst vielleicht zwischendrin. Ja, Gedichte schreiben. Gut. Wer weiß. Kann es alles geben. So. Ah, wir werden sehen. Auf einer Batsche wirkt hier sehr bereit. Wie gesagt, die wissen jetzt mit dem Sieg, ziehen wir wieder gleich mit Fong Wu. Ja, dann liegt es halt wirklich eventuell am Rückspiel. Sehr wahrscheinlich. Also, wenn wir jetzt so von den Leistungen ausgehen, klar, Bombers hat noch Chancen, dann gegen eben Fenerbahce zu gewinnen. Aber wenn ich jetzt einfach davon ausgehe, dass Fenerbahce und Fong Wu jeweils das 5. Match gewinnen, dann ist dieses 6. Spiel, wenn sie gegeneinander spielen, das letzte Spiel in der Gruppe übrigens, das Entscheidende. Also, es müsste das letzte sein, wenn ich die Schedule richtig im Kopf habe. Ich kann einfach mal nebenbei nachgucken. Ja, also mal gucken, was wir auch vom Draft her sehen. Bisher haben wir ja relativ ähnliche Drafts gesehen, finde ich. Auch Bands. Vielleicht kann man hier nochmal was auspacken. Mal gucken, weil ich meine, es gibt viele Teams in der Play-In-Phase, die auch Überraschung-Picks haben. Und damit gehen wir jetzt in die letzte Pick- und Band-Phase des Tages für heute. Mal schauen, ob es die üblichen Verdächtigen werden. Ja. Ist übrigens noch nicht das ganz letzte Spiel der Gruppe, aber ist das vorletzte Spiel der Gruppe und könnte dann trotzdem entscheidend sein. Eben von Wu gegen Fenerbahce. Aber das steht erst morgen an. Jetzt haben wir, wie gesagt, erstmal Isurus Gaming gegen Fenerbahce. Und da sind die ersten Bands schon raus. Jace und Nautilus auf Seiten von Isurus weg. Und der Jarvan zusammen mit jetzt dem nächsten Band, nämlich der Rek'Sai. Oh, erst die Jungler rausknallen. Macht aber auch Sinn. Also es sind einfach wirklich zwei sehr dominante Jungler. Es fehlt noch Kindred. Dann hast du wirklich die erste Regie wirklich komplett Geige, wie man es auch immer jetzt nennen möchte, rausgeböllert. Was vielleicht eine Möglichkeit wäre, um Fenerbahce's Botlane zu entlassen. Sie haben im Split gerne mal auch AP-Mages gespielt oder sowas wie Yasuo oder ähnliches auf der AD-Carry-Position. Auch das hat nicht schlecht funktioniert. Also, wenn du sagst, deine Botlane ist aktuell deine Schwäche, dann kannst du hier, glaube ich, am ehesten was drehen. Das auf jeden Fall. Also, da kannst du dann eben anknüpfen. Aber wir werden sehen, wie man das Ganze angehen will. Auch eben meinten wir schon, ja, man könnte ja da und da so und so ansetzen. Und es gibt anscheinend wieder Probleme, was die Pick und Bann angeht. Wir brechen das Ganze wieder ab. Also, vielleicht kannst du nochmal kurz im Chat schauen, was da die Info ist.
Ja, mal gucken. Es ist mal wieder eine Maus. Also, ich frage mich, die verbrauchen echt viel Hardware an so einem Tag, ne? Ja gut, vielleicht müssen sie nur gucken. Anderer USB-Slot. Klingt doof, aber ist oftmals wirklich eine Lösung. Das ist bei mir tatsächlich der Fall bei meinem Mikrofon zu Hause. Ich habe auch eine Maus, die hatte ich, als ich hier noch keinen PC hatte, oft hierhin mitgebracht und dann ging der Rechtsklick nicht mehr. Mit einem Brain, auf einmal ging der Rechtsklick nicht mehr. Jetzt geht er wieder. Ich weiß nicht warum. Ich habe einmal die Maus rausgenommen, reingepustet, wieder befestigt. Jetzt geht's wieder. Das gute alte Rein, das war mein Gameboy-Spiel damals. Der Hit. Reingepustet und es hat wieder funktioniert. Es war wieder gut. Ja? Ja. Hashtag reinpusten. Ja. Mal schauen. Hier, das Ganze wird man wahrscheinlich nicht einfach so beheben können, aber es ist halt so, wenn so eine Maus mal nicht funktioniert. Wie gesagt, wir sind auch wieder gut in der Zeit. Immer noch um 18 Uhr soll das letzte oder die letzte Pick und Band starten. Ja. Und mal schauen, ob wir das auch hinbekommen. Sollte aber der Fall sein. Ich denke auch. Also, ich meine, es könnte jetzt auch wieder ein längeres Game werden. Aber aber ich denke nicht, dass wir jetzt hier irgendwie so einen Ausreißer haben, weil alle Games waren ja so, sagen wir mal, von 25 bis 35 Minuten so in dem Dreh. Ja. Ich denke, der Schnitt war bei so knapp über 30, so vielleicht 30 so in dem Dreh, war der Schnitt des Tages. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier so ein 50, 55 Minuten Game sehen. Ist sehr unwahrscheinlich, das stimmt. Gerade so wie die Teams hier aufspielen, die doch alle sehr druckvoll agieren und schnell mal gewinnen wollen, geht es da meistens wirklich nur 30 Minuten. Ja, einfach weil hier wirklich ein hohes Tempo gefahren wird. So, da wird ein bisschen repariert. Na, vielleicht auch nochmal kurz, vielleicht war ein Treiber nicht richtig installiert. Oder weil auch davor sitzt ja jemand anderes an dem Rechner, hat vielleicht eine andere Maus von einer anderen Firma oder. Kann das sein, dass sich das irgendwie überschneidet. Normalerweise haben die Spieler immer ein bisschen Zeit, das zu testen, aber manchmal treten Probleme auch nicht direkt auf, oder man merkt sie zumindest nicht direkt. Ja. Ja, auch die, das ist natürlich auch eine Lösung, die ich sehr oft mit benutze. Einfach raus und wieder einschalten. Ja, ich verstehe gerade noch, warum die gerade nicht reinpusten. So, oder einfach gegen den Bildschirm. So auf den Mauszeiger, der so mitten auf dem Bildschirm ist, einfach mal gegen, vielleicht geht's dann wieder. Aber ich meine, es ist doch eine USB-Maus. Einfach USB ziehen, in die Öffnung pusten, dann nochmal in den USB-Stick pusten, dann wieder rein, vielleicht geht's wieder. Oder sie haben noch so eine alte Maus, so eine Kugel unten drin ist. Das wäre auch. Die muss man dann erstmal sauber machen. Das war so cool. Ich habe als kleines Kind die kaputte Maus von meinen Eltern auseinandergenommen mit diesen Kugeln gespielt. Sie haben sich nicht gefreut. Gab's bei dir keine Murmeln? Doch, aber ich wollte immer Technik auseinandernehmen. Ei. Die Neugier hatte ich dann nicht. Dann dachte ich mir, ich will lieber Technik, die ich nicht auseinandernehmen muss, weil sie funktioniert. Aber ja, warum nicht, ne? Jeder hat da so sein eigenes. Weiß nicht, seine eigenen verrückten Ideen aus der Kindheit. Das stimmt. Zum Beispiel die Diablo-Runden von den Eltern löschen. Versehentlich, versteht sich, aber. Da wäre bei mir kaputt gerollt. Also nicht von, also meiner wäre dann gerollt, wenn ich sowas getan hätte. So, also, es geht gleich wieder rein. Die Teams bereiten sich jetzt wieder soweit vor. Die Buns, die schon getätigt wurden, werden jetzt auch 1:1 kopiert werden. Das heißt, das könnte ein bisschen schneller gehen und danach lassen wir uns wieder überraschen. Ja, Coach sieht ja auch sehr confident aus. Ja, wird nochmal abgenäht, ist alles fein, können wir starten. Das sieht so aus, als würden wir in die Pick und Bun gehen. Das ist schwer, dieses, sag ich mal, Patrouillieren hinter den Spielen, dieses Marschieren da hin und her. Ja, aber vom Namen her muss er auch sehr confident sein. Also der Türkinator. Das ist halt natürlich, klingt halt lustig, war ja auch von einem türkischen Team und der Coach ist. Ja, kann man mal, ja, die Jobwahl war da perfekt oder eben die Stellenwahl. Auf der anderen Seite hier aber auch tatsächlich, zuversichtlich sieht der gute Herr aus. Und jetzt sehen wir wieder die beiden Spieler und ihr wisst, was das bedeutet. Gleich kommt dieser kleine Zoom raus. Oh ja, da ist die Musik. Und jetzt. Na jetzt. Und ich sag nicht. Das passiert halt einfach nicht. Vielleicht geht die Musik gleich nochmal aus. Normalerweise geht die Musik ja zeitgleich. Wenn nicht sogar ein bisschen später. Na, vielleicht läuft die Pick und Bahn noch schon, aber sie lief sogar schon. Wahrscheinlich ist die Musik perfekt gestartet, aber das Overlay kam nicht instant rein. Vielleicht wollten sie erstmal kurz testen, ob es jetzt funktioniert. Und ja, tut es. Jace rausgebannt, Jarvan rausgebannt, Drexler hatten wir eben noch gebannt. Auch Nautilus hat mich nicht alles täuscht. Das stimmt. Also Nautilus ist halt wirklich aktuell nicht nur ein Flex-Pick, er ist halt wirklich gut. Mit dieser AP-Ratio-Erhöhung auf seinem Hook, auf der Verbesserung von seiner passiven Fähigkeit, dass er die Leute länger CC'd, das ist halt wirklich unangenehm. Mit Aftershock ist das ein Tank ohnegleichen. Er fliegt halt wirklich auch sofort raus, ne? Ja. Kindred jetzt auch noch, was ist wieder ein Jungle-Bann? Man geht hier Kirai an. Talia wäre aber noch da. Wie gesagt, immer noch ein Skarner. Potenziell Lee Sin.
ebenfalls eine Möglichkeit. Hecarim, haben wir auch schon gesehen. Kato's jetzt rausgenommen, sogar diesmal von Fenerbahce selbst, sonst immer gegen sie gebannt. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt, mit welchem First Pick man hier eröffnet. Silas könnte... Gaio. Kann natürlich wieder Gaio Camille werden. Wobei ich inzwischen von Camille Jungle echt kein Fan bin. Also, es hatte den Grund, warum sie nach dem Nerf nicht mehr im Jungle gespielt wurde. Also, sie wird nur vereinzelt gespielt. Das Problem bei ihr ist, sie ist total vorausschaubar. Sie hat einen extrem schlechten Camp Clear, droppt dabei so low, dass sie ihren Jungle eigentlich nicht machen kann. Das heißt, sie muss entweder beide Krabben nehmen, hat aber dafür keine CC mehr, um den Debuff rauszuhauen. Und gleichzeitig wird sie dadurch forciert, entweder zu invaden oder zu ganken. Ja. Und wenn du einfach weißt, dass der Champion nichts anderes außer ein Invade oder ein Gank auf Level 2 machen kann, naja, dann deniest du das und dann ist der Jungle fast schon verloren. Das ist richtig. Also wie gesagt, früher war es, wenn sich jetzt Leute fragen, hä, warum, was ist denn jetzt so groß anders? Früher hat sie halt ihren CC über die E, über ihre Mobilität da auch ein bisschen auf die Jungle Camps verteilt. Das heißt, die Camps konnten sie in der Zeit nicht angreifen, was sehr viel Schaden verwehrt hat. Also wenn ihr mal vorstellt, so 5-6 Raptoren, die dich eine Sekunde oder ich weiß nicht, wie lang es war, eine halbe Sekunde oder so, wie auch immer, aber halt nicht angreifen für mehrere Zeit, das ist sehr viel Schaden, der dann nicht durchkommt. Und jetzt springt sie ins Camp rein, aber sie CC niemanden. Sie steht einfach mittendrin. Steht einfach mittendrin und frisst den ganzen Damage. Ja. So, Varus wird hier der AD Carry der Wahl. Auch ein AD Carry, der langsam in die Meta rutscht. Der einfach auch Utility mitbringt, der aber auch sehr gankanfällig ist. Also gerade wenn du keinen Tam Kench oder ähnliches dazu hast. Mit Galio hast du natürlich nochmal Peel. Aber man muss sagen, ich finde gerade diesen Flash Taunt eher offensiv einsetzbar. Ja. Die Möglichkeiten sind da. Und na, Akali, der bisher immer gebannt wurde, kommt jetzt hier durch für Seiya. Ja, letztes Spiel, das wir von ihm gesehen haben, mit der Karma lief anfangs gar nicht so schlecht, ging am Ende aber doch noch nach hinten los. Vielleicht kann er mit Akali jetzt mehr machen. Auf der anderen Seite nimmt man zum Braum keinen Lucian mit dazu, sondern den Ezreal. Ja, für Bululu, oder nee, von Bululu für Hades in dem Fall. Finde ich sogar besser. Ja, Ezreal ist halt competitive deutlich besser als ein Lucian. Einfach weil du über den Poke, über die Range und auch über die Damage-Werte viel mehr Möglichkeiten hast als ein Lucian. Klar, Lucian macht an sich auch sehr viel Damage, aber er kommt ja nicht ran. Auch gegen Akali, auch gegen den Flash-Taunt von Gale. Du bist selber mobiler, du kommst eher über die Reichweite. Ist hier ein sicherer Pick, weil Lucian hat halt eben wirklich gefühlt eine minimale Range. Nocturne wird sogar gebannt, finde ich auch spannend. Also du willst hier diesen All-In verhindern, gerade mit einem Guardio. Könnte das nochmal ein Gefahrenherd sein, um eben auch an sowas wie ein Ezreal ranzukommen. Alles kann er dann auch nicht hinein. So. Jungle Bands sind hier wirklich im Fokus. Silas auch noch rausgenommen von Isurus. Und jetzt eben die letzten beiden noch. Was nimmt man noch raus? Was geht man an? Es wird der Olaf nochmal einen Jungle Bann. Also sind jetzt schon. Also man hat gemerkt, dass Oddi Probleme hat. Klar, aber man hat ja selbst auch noch keinen Jungle. Klar, man hat jetzt den nächsten Pick. Ich denke auch, Hades wird jetzt für Kirai gleich picken. Vielleicht wird es nicht Sinn. Möglich. Wenn der jetzt nicht gebannt wird. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde es auch ein richtig lustiger Jungle. Es könnte, also Hecarim wäre wie gesagt auch noch eine Möglichkeit. Elise wird hin und wieder, wenn nichts anderes da ist, auch noch gepickt. Talia wäre vielleicht auch für Kirai eine Auch sie, ja. Also Kirai spielt eben Talia im Jungle. Die Sache ist, also Lee Sin auf Seiten von Isurus fände ich überhaupt nicht gut, weil du halt keine richtige Kick-Möglichkeit hast. Ja. Ich meine, es wäre immer noch ein Jungler, mit dem du reingehen kannst, sage ich mal, um die Galio-Ult zu bekommen. Aber bringt das so viel? Stirbt er direkt weg? Also ist eben schwierig. Klar, Early Game Lee Sin vertretbar, du kannst eine Menge mitmachen, aber... Und du hast es angesprochen. Der Teaser ist da. Wir verbeugen uns Euro. Manchmal brauche ich solche Momente. da könnte man meinen, ich habe Ahnung von League of Legends. Ich hätte jetzt gerne nochmal die Kamera gewechselt. Glaube ich dir? Aber ich saß ja eigentlich einfach nur hier und habe nichts getan. Nein. Naja, Elise, wie gesagt, also wenn so viel rausgebannt ist, dann kommt eben auch mal Elise. Ja, Elise ist aber gar nicht auch Schläfer. Kommt dann eben auch nochmal durch. Und auf der anderen Seite Hecarim. Ja, wie gesagt, das war so einer der Picks. Ja. Lee Sin hätte mir auch gar nicht gefallen. Hecar dann deutlich sinnvoller. Also Hecarim kann halt auch noch auf die Top-Lane gehen. Mal gucken, was es wird. Sie müssen es jetzt auflösen. Ich denke nicht, weil dann hast du wirklich... Du hast schon so wenig Jungle zur Verfügung. Dann willst du den einen guten Jungle, der noch da ist, noch top-flexen. Also hier sehen wir auch schon, Ghost ist ja für Oddi schon mit dabei. Also klar kann man es noch tauschen, logisch, aber ja, Irelia sehe ich dann schon eher. Irelia, Akali sind sehr starke Solo-Lanes. Ich meine, du hast halt immer noch, wow. Geil. Das ist halt komplett Mid-Game außer Ryze. Und das vor allem Double-Side-Lane. Auf der anderen Seite kann man das aber beantworten.
mit Irelia Akali, muss man sagen. Aber ich habe Ruin heute im Laufe des Tages schon sehr positiv erlebt. Und ich glaube, dass Ruin mit einem Renekton hier aus Bugaks Krokodilfutter macht. Also wirklich. Das ist... Der wird zuschnappen, ist so meine Prediction. Jetzt wollen wir ja Kirai auch noch auf dem Early-Game starken Ganker hat. Elise super aktiv, wenn der Kokor sitzt, ist der Kill meistens sicher. Gerade mit dem Follow-Up-CC, den beide Solo-Laner haben. Also, Fenerbahce's Draft gefällt mir richtig gut. Das wäre jetzt... Das ist super smart, weil sie halt wirklich einfach das Matchup Renekton gegen Irelia haben wollen. Und jetzt hat Ruin auf einem Rise, sehe ich auch. Ja, möglich. Warum nicht? Das ist halt einfach GG. Weil du hättest jetzt nochmal swappen können. Ja, aber nicht nach Sekunde 20. Ja. Deshalb haben sie gut abgewartet. Also... Also wirklich cool gemacht. Und die Coaches haben sich dann nochmal angelächelt, vermutlich, weil sie einen Handshake vergessen haben. Den holen sie jetzt in der Kabine nach. Ach stimmt. Ich bin so... Manchmal bin ich echt Bronze im Kopf. Ich guck gerade auf... Ich habe ja auf meinem Bildschirm auch nochmal... Ich habe da geguckt, ich denke mir, hör, wieso? Die laufen neu. Ah, okay, ja. Ist ja natürlich ein bisschen später. 3 Sekunden vor. Es ist... Mein Gehirn ist noch nicht ganz wieder im aktiven Modus. Ja, ich meine, wenn man aus dem Urlaub kommt, Dänemark ist ein schönes Land. Das ist richtig. Vielleicht habe ich es auch da liegen lassen, das kann auch sein. In der Sandburg verbuddelt. Warst du am Meer? Ja. Also, als ob man nach Dänemark fährt und dann nicht ans Meer fährt. Das ist ja, als würdest du Renekton picken und dann eine passive Lane spielen. Machst du nicht. Mal abwarten. Also, das stimmt. Ich habe auch schon alles gesehen bei League of Legends. Mal schauen. Aber wir gehen ins letzte Game des Tages, Spiel Nummer 8. Das war ein langer Tag. Aber wie gesagt, jetzt können wir nochmal mit Fenerbahce und Isurus zwei Teams sehen, die hier auf jeden Fall nochmal einen Sieg einfahren wollen. Und mal schauen, wer sich dann für morgen nochmal eine gute Ausgangslage verschaffen kann. So, also Hecarim im Jungle ist auf jeden Fall Pick, den du spielen kannst aktuell. Ist, finde ich, nicht ganz so stark wie auf der Toplane, weil du länger für deinen Trinity Force brauchst. Du brauchst normalerweise auch dein erstes Jungle-Item. Mit anderen Worten, du brauchst länger, um deine Schadenswerte zu erreichen. Gleichzeitig ist dein Trade-Verhalten auch mehr ein Burst. Klar, mit Conqueror, was er hier mitgenommen hat, tut jedes Q weh, aber aus dem Q hat er, wenn er einmal angerannt ist, nicht zur Verfügung, weil die Cooldowns zu hoch sind. Und da hat Elise vielleicht gar nicht so schlechte Karten. Gerade mit dem Kukon, der E-Spell ist predictable, wie er eingesetzt wird, sollte sie sich wehren können. Sollte aber Hikarim einmal rankommen, hat sie hier definitiv Probleme. Das auf jeden Fall. Ich bin ja gemein sowieso, man sieht Renekton so selten competitive. Ich bin immer ein Fan davon, wenn sowas Aggressives gespielt wird. Gerade Renekton mag ich sehr. Hier eben von Bolulu. Mal schauen. Wie das Ganze auch. Bolul. Oder auch B. Oh, Omega. Thorn trifft hier den Braum. Stun von Ira geht auch nochmal durch. Ich hab einen Déjà-vu. First Blood. Ja, aber letzten Mal hat der First Blood Hola am Ende das Game verloren. Das ist richtig. Der First Blood Hola. Ich rede so gerne Denglisch, ne? Echt? Also eigentlich nicht gerne, aber es passiert mir immer wieder. Das rutscht dann halt raus. Da kannst du nichts gegen machen. Das passiert aber, glaube ich, uns allen. Also. Ja. Denglisch ist halt allgegenwärtig. So, trotzdem. First Blood für Irelia. Direkt mal das Matchup. Ein bisschen verschlechtert hier in der Mitte. Renekton kann natürlich immer noch damit arbeiten. Aber es ist schon sehr unangenehm. Ja, mal schauen. Wie gesagt, First Blood ist mal ärgerlich. Ja, gerade 600 Gold Vorsprung ist super ärgerlich. Aber machst du nichts. Vor allem, wenn du so ein... Du hast halt mehrere Lanes, die jetzt early schon gut was machen können. Ich habe es gerade schon angesprochen. Der Follow-Up-CC ist eigentlich auf jeder Lane da. Das heißt, wenn Kirai gankt, das ist eigentlich egal, wo er gankt. Der muss jetzt gucken, der erste drauf wird ein Cloud-Trick. Der ist gar nicht so interessant. Kann er sich also für die Topside entscheiden. Und da wird vermutlich auch der erste Gank hingehen. Vielleicht auch in die Mitte, weil Irea da gerade sehr weit vorne ist. Die Möglichkeiten sind also da. Gerade am Anfang ist es immer unangenehm mit Akali, weil du eben Melee bist. Du hast natürlich deine Energiefähigkeiten. Aber Ryze hatte halt einfach die Möglichkeit, mit Autotext zu arbeiten. Später ändert sich das Ganze, wenn Akali einfach mehr Schaden macht, mobiler wird. Aber erstmal ein sehr ruhiger, verhaltener Start. Hecarim jetzt schon in der Krabbe. Elise wird jetzt ebenfalls gleich zur Krabbe gehen. Macht den, ja, normalen Kill, könnte man sagen. Red Buff into Golems und dann Krabbe. Dann hast du Level 3. Ja, wobei, ich habe nichts gesagt. Ja, Kirai ist jetzt da. Er macht nichts, er traut sich nicht. Die Spinne zieht sich zurück. Ja, aber jetzt geht's vermutlich noch zur Krabbe. Wobei. Erstmal den Blue Buff noch abholen. Der Counter-Jungle. Warum auch nicht? Hecarim kommt gerade erst aus der Base. Den Blue Buff wird er nie wiedersehen. Ich bin halt auch boosted. Ich habe gerade den ganzen Jungle-Klee falsch gesehen. Passiert. War ja auch ein langer Tag. Das stimmt. Ich habe mir im Studio auch schon alle Games angeguckt. Ja gut, ich kam erst später dazu. Ja.
Ja, manchmal muss man den Clarks auch ausschlafen lassen. Genau. Ne? Gerade wenn du morgen wieder früh aufstehen musst. Richtig. Ja. Hast du denn zumindest eine süße Schlafdecke? Nee. Nee, dann nicht. Lies ist da. Aber das reicht nicht. Also, oh lol, Flash Engage direkt. Ich habe nichts gesagt. Alles, was ich gerade predikte, ist einfach falsch. Hört nicht auf mich. Das war geil gespielt. Das war einfach die Aggression ausgenutzt, die man da nun mal hat mit Renekton und Elise. Und jetzt muss ich auch nochmal slow aufpassen. Er kommt dann aber davon durch seinen Dash. Aber ja, Elise und Renekton. Ich habe es gesagt, wenn ein CC landet, dann sitzt der andere sehr wahrscheinlich auch. Und das war hier gerade auch der Fall. Vielleicht sehen wir es gleich nochmal. Teleport jetzt erstmal hier oben. Hecarim ist da auch unterwegs. Sollte aber da nicht für ein Gank gehen können. Nee. Also. Damit hat man nochmal gut Iria bestrafen können. Vielleicht ein bisschen schade, dass Elise den Kill bekommen hat. Das ist immer so ein Für und Wider, ob wir jetzt die Lane nach vorne bringen oder eben den Jungle. Aber also das ist jetzt eben die Stärkere. Man muss eben beachten, dass Renekton das kann. Dass er eben nach vorne gehen kann. Das war ja nicht mal ein Slice and Dice, sondern einfach Flash, Stun. Und das darfst du so nicht unterschätzen. Also das darf in dem Fall Saya nicht passieren. Ich meine, du hast aber auch den Flash von Elise bekommen. Ja, also klar, sollte Elise jetzt mal gefunden werden von Hecarim, ist sie tot. Das auf jeden Fall. Es sei denn, sie hat in die Lane-Prio und die Laner können dazukommen. Und da muss man jetzt eben dran ansetzen. Ja, das dann trifft schon mal nicht. Aber man merkt schon, diese Teams tasten sich gerade mehr ab. Also haben wir schon aggressivere Early Games gesehen. Liegst jetzt in der Basis und wie gesagt, mit Hecarim im Jungle, entweder nutzt du immer dein Ghost-Zeitfenster, um zu ganken, weil dann ist dein Schadenswert nicht verkehrt. Oder du musst einfach ein bisschen was ansparen, um eben deine Items zu kaufen. Braum freest das Ganze hier nochmal gut, sodass Ezreal auch jedes Minion bekommen kann. Ja, mal schauen, Wuin. Hat hier wieder den Champ, der natürlich erst ein bisschen später ins Game kommt. Okay, der will nochmal in die Mitte. Aber diesmal hatten beide keinen Flash mehr. Erst dann trifft jetzt schon, aber ist damit jetzt auch auf Aber Gute. Der Schaden ist schlecht. Bolulu kann mit dem Turm da nicht so gut umgehen. Kriegt aber mit dem Turret Shot ein bisschen Schaden. So und hier unten. Das Bärtchen ist da. Der Schaden ist schlecht. Der Kill geht an Varus. Aber Ezreal. Ezreal sage ich schon. Braum bekommt hier den Kill noch von Galio. Und Hades lebt eben noch. Der Kokon hat getroffen, der ist dann ebenfalls da. Man ist unterm Turm und das ist der Kill. Man tradet 1-1, aber Iria hat das Bestmögliche rausgeholt. Also Saya steht jetzt 2-2. Ja, aber verliert jetzt hier eben sehr viele Minions und vor allem Turmplatten. Also klar, hat er noch den Kill bekommen, das war wichtig. Aber er verliert jetzt farbtechnisch und XP-technisch so viel. Kirai hat sich da ein bisschen überschätzt. Ruin. Macht ja auch nochmal gut was. Wenn der Spell getroffen hätte und nicht auf die Minion gelandet wäre. Ich glaube, das wäre schmerzhaft geworden. Ja. Okay, muss ich hier zurückziehen. Das Plating kann nochmal verteidigt werden, aber aktuell macht man das wirklich sehr gut. Erfahrungs-Minions-Vorteil wirklich immens jetzt auf Renekton. Fast 20 Minions, das ist ein guter Wert hier für die siebte Minute. Ah, mal schauen. Saya, nicht Xaya. Ja, Saya heißt der. Achso. Ja. Saya. Okay. Da kommen wir noch hin. Ja, das ist ja sowieso, glaube ich, so. Das ist dein Nemesis. Die Namen, oder? Das ist halt echt so. Ich, also, meine Lieblingsumwandlung, das mache ich nicht böse, meine Lieblingsumwandlung war von Maple immer noch Maple. bis heute muss ich da noch schmunzeln, deshalb. So. Es ist völlig legitim. Maple war halt wirklich. Ich glaube, das passiert mir halt echt oft, ne? So ein Name? Ja, halt ich meine, aber jeder hat halt so seine Weak Points, sag ich mal. Und wenn es halt, ich meine, klar, manche Namen sind ja doch schwierig, weil teilweise steht da, du willst es offensichtlich aussprechen, aber er heißt halt gar nicht so. Ja. Ja, ich weiß bis jetzt nicht, wie Japon heißt. Heißt er Japon, Japone, Japon? Japon? Man weiß Alles es nicht. Alles möglich. Ja. Also, das hat man vielleicht nicht zu ernst. Manchmal ist es ja offensichtlich, wer gemeint war. Ja. So, jetzt geht man hier ein bisschen weiter. Der erste Drache ist ein Wolkendrache. Also der wird vermutlich im Early Game nicht so hoch contestet werden. Wenn er free ist, wird er natürlich mitgenommen werden. Und Iria wird jetzt schon wieder angegangen. Galio Ultimate kommt eigentlich hinterher. Auch das Pferdchen ist am Start. Wir sind in einem 3 gegen 3. Super Ultimate hier. Aber man tradet erstmal 1-1. Kirai kommt da vermutlich eher nicht mehr weg. Landet jetzt mitten im Gewühl. Der Kill geht nochmal an Galio. Und schöne Reaktion hier von Isurus Gaming. Also hier ein Vorteil für den Underdog in der Partie. 500 Gold Rückstand haben sie noch, aber sie haben jetzt eine 3-Kill-Ehre. Ja, die kann natürlich noch gefährlich werden.
Und vor allem auch Varus auf der Botlane ist gar nicht so schlecht mit dabei. Ja, mal schauen. Jetzt sehen wir noch das Ganze im Replay, wie es entstanden ist. Eigentlich erst eine Überzahl für eben Fenerbahce. Das Problem ist, dass du mit dem Gaio und Mac super schnell mit dabei bist. Der CC geht natürlich durch, der Taunt auch wunderschön. Und das haben wir doch super gut aneinandergereiht. Also klar, das sieht im Endeffekt so simpel aus, aber dafür auch die Geduld zu haben und das wirklich perfekt aneinander zu kennen von Taunt, also von Knockup into Taunt into Hagrid, das ist gar nicht so easy. Ja. Und das haben wir hier sehr schön gemacht. Oh. Da ging die Fähigkeit gerade mal daneben und dann kann Ezreal eben nicht ganz so gut traden. Also musst du deine Fähigkeiten schon treffen. Sonst machst du, wer hätt's gedacht, keinen Schaden. Bugax. Gerade kommt er natürlich noch klar als Akali. Aber ein Ryze, der wird dich später komplett aus dem Leben knallen. Ja. Lass den erstmal scalen. Natürlich gerade nur Träne vorhanden. Aber irgendwann... Man muss sagen, das Game noch mega ausgeglichen. Also auf beiden Seiten hat man jetzt Kills bekommen. Frage ist eben, kann man Irelia Akali nachher richtig in Szene setzen oder nicht? Auch Nekarim scaled ja nicht schlecht. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich finde, vom reinen Scaling her nehmen sich die Teams nicht viel. Auf der einen Seite hast du eben den Ryze und auf der anderen Seite vielleicht, also ich glaube, Isurus scaled vielleicht minimal besser, so auch von der Team-Comp her, weil du eben noch so viel Utility mitbringst und diese etwas stärkeren Sidelaner zur Verfügung hast. Also einen kannst du mit Ryze definitiv beantworten, aber Renekton wird eben später abfallen und ob er dann später immer noch gegen Akali oder gegen Irelia klarkommt, muss man dann sehen. Ja. Schauen, wie das hier weitergeht. Gerade eher entspannt. Also, ich habe so das Gefühl, seitdem wir beide übernommen haben, haben die Teams so ein bisschen gemerkt, okay, wir können auch ruhiger spielen. Klar, wir haben immer noch viele Kills, aber im Vergleich zu den ersten Matches, das ist schon etwas weniger geworden. Ja, viele Spieler ist natürlich auch das erste internationale Turnier. Oh, wieder der Engage. Interessant aus. Ich habe einen Flash-Sound von Renekton gehört, aber das war, glaube ich, ein Anzeigebug. Hikarim jetzt mitten im Gewühl, aber ist gegen zwei Leute alleine. Mit Ghost kann man allerdings schnell rennen. Frage ist, kann er schnell genug rennen? Ezreal trifft auch nochmal die Ultimate bekommen. Und jetzt kommst du definitiv nicht mehr hinterher. Könntest du vielleicht für den Drachen gehen? Eigentlich schon, ja. Du hast jetzt gerade die Überzahl. Du hast den Hackerim, der raus musste. Du hast den Hackerim ohne Ult. Man sagt sich aber erstmal, nee, wir counter-jungeln so. Und holen uns ein bisschen die Lane-Prio zurück. Denn Mitte wurde gerade reingepusht, obwohl da keiner mehr war. Und auch die Botlane hatte gerade Probleme. Ja. Deshalb hier nicht das Risiko, dass man eingeht. Teleport kommt jetzt auch nochmal raus. Von Seiya. Geht da in die Mitte. Und jetzt Kiwi mit dem Bot-Gank. Das darf Isurus so eigentlich nicht passieren, weil sie das wissen. Aber sie holen sich den einen Kill schnell genug. Und im 2 gegen 2 ist es gar nicht so einfach. Das hat auch kaum Mana zur Verfügung. Der Schaden nicht schlecht, aber es reicht eben nicht ganz. Gardi hat sogar noch einen Taunt. Trifft eben einen Double-Taunt mit dem Flash. Und jetzt kommt Varus nochmal hinterher. Man muss da selber sogar nochmal rausflashen, aber man bekommt eben nichts. Außer noch den Flash auch von Kirai auf der Top-Lane, der nächste Gank und Ryze verabschiedet sich lachend und fröhlich in die Basis, darf dann noch ein Käffchen trinken, der nächste Kill, oder beziehungsweise der nächste Assist für Ikari mit der erste Kill für Akali. Ja. Und das ist natürlich nicht schlecht, wenn du Akali irgendwie ins Game bekommst, brauchst du auch erstmal ihre Items. Auch seitdem Akali so genervt wurde, dass sie über ihre Q dann nicht mehr so die Heilung mitbringt und. Ja, da braucht sie erstmal ihr Gunblade, um da ein bisschen gegenwirken zu können. Hier gerade für Bugax sehr gut. Ja, Huin verliert jetzt auch einiges am Turm, wird jetzt gleich TP'en müssen. Da sehen wir es auch schon. Und auf der anderen Seite kann die Akali eben ganz entspannt in die Base. Wird jetzt wahrscheinlich auch das Gunblade haben. Wir schauen mal rauf. Nee, tatsächlich nicht. Man hat sich erstmal für die Magieresistenzschuhe entschieden. Einfach, um da ein bisschen mehr gegenwirken zu können gegen den Ryze. Also Sicherheit geht vor hier in dem Fall. Mir fällt noch ein Plating. In einer Minute, in anderthalb Minuten fallen die Platings dann auch schon ab. Harold steht auch noch. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Also dadurch, dass du noch kein Objective genommen hast, kannst du eben hier auch sehr gut über einen Cross-Not-Play gehen. Kannst jetzt nochmal einen Gank auf einer Sidelane raushauen. Dadurch du dir zumindest eins sichern. Vermutlich wäre der Harold hier sogar die bessere Wahl. Einfach weil beide Teams doch gerade tempoarm spielen, aber in der Vergangenheit auch sehr temporeich spielen konnten. Ja. Wie gesagt, wir haben es ja heute eigentlich von allen Teams gesehen, dass sie eben Druck machen wollen, dass sie aggressiv spielen wollen. Dass sie schnell sein wollen. Ja, hier bisher alles eher ein bisschen ruhiger, sanfter, wie auch immer. Drache wird jetzt hier angegangen. Oh, wie gesagt, Elise Topside, damit sollte man sich den Harold sichern können. Da muss man mal gucken, was besser ist. Hekarim verwertet natürlich so einen Wolkendrache wirklich gut, einfach weil es für ihn ein reiner Schaden ist. Wenn man jetzt schnell genug ist, kann man vielleicht sogar noch den Harold verteidigen.
Das wird schwierig aus, ja. Du hast keine Lane Crew Topside, Irias in der Mitte. Ja, also das ist hier ein gutes Crossover-Play oder zumindest das Mindeste, was man rausholen kann. Von Kirai mit dem Herald hast du natürlich auch Möglichkeiten, wenn du da irgendwo einen Turm bekommst, ein bisschen mehr Tempo aufbauen kannst. Bogaxi gerade sogar mit Problemen. Klar, Green hat nicht mehr so viel Mana, aber der Kali ist sehr low. Und wenn Elise jetzt hier hochkommt, dann kommt sie nicht. Okay, man interessiert sich einfach gar nicht dafür. Man vielleicht sogar einfach den Herald in der Mitte spawnen. Ja klar, Paintings gerade weg. Also es könnte jetzt für den ersten Turm direkt reichen, gerade mit dem Rennekton im Zusammenspiel. Schade eben, dass du jetzt keine Paintings mehr bekommst auf die 10 Sekunden, aber hat eben zeitlich nicht ganz gepasst. Und bumm. Aber trotzdem, der erste Turm wird hier nochmal abgeholt von Elise und Renekton. Das war gut, das war wichtig. Wenn wir uns das Gold jetzt anschauen, ist Renekton gar nicht so weit vorne gegen Irea. Eigentlich willst du ja deutlich nach vorne kommen. Auch Elise hat sich da nicht so einen Vorteil erarbeitet. Oh, und das spricht eher gegen Fenerbahce gerade. Aber da kommt wieder der Hilkarim angefahren mit der Ultimate. Es reicht für den Kill. Und das macht Hilkarim eben aus. Gerade im Jungle immer überall vertreten. Braum flasht dann nochmal rüber und kommt sogar weg. Ja, also hier nochmal raus. Aber trotzdem, sowas darf da eigentlich nicht passieren. Da hast du die Kills sich einfach so abgeben. Der Schaden von Elise, die hat halt Burst-Potenzial. Galio kommt auch nochmal dazu, Kirai, und kann sich nochmal retten durch das Prepel. Aber Hekarim immer noch da. Osea lebt noch. Ja, und Renekton zündet die Ultimate, steht jetzt aber alleine gegen drei Leute. Braum kann da nicht wirklich helfen. Thorn geht auch nochmal raus. Oh, Double-Kill für Irelia. Und jetzt geht's auch dem Krokodil an den Kragen. Der Kill geht allerdings nochmal an Hekarim. Ja, also im Endeffekt ein 3-für-1-Trade, muss man sagen. Theoretisch sogar 4-für-1, wenn wir den Kill auf Ezreal von davor noch mitzählen. Von daher, stark gespielt hier in dem Fall von Isurus. Ja. Ähnlich wie im letzten Spiel. Man hätte es von den Bombers nicht erwartet. Und jetzt gerade von Isurus hätte ich nicht gedacht, dass die Fenerbahce so unter Kontrolle haben. Also scheinen sich hier gut vorbereitet zu haben. Ich meine, die Teams muss man eigentlich alle auf dem Schirm haben. Die haben ja alle nicht grundlos ihre Liga gewonnen. Ezreal kann das Ganze nicht mehr verteidigen. Dadurch fällt jetzt eben der T1-Turm in der Mitte. Dadurch der wichtigste Turm im Early- und Mid-Game gefallen. Er öffnet dir die Karte, gibt dir mehr Freiräume, eben auch Deep Vision zu stellen. Und hier der Burst-Schaden nicht schlecht, aber es reicht eben nicht ganz. Du hast gerade kein Follow-up. Dadurch die Galio direkt da. Dann kannst du das Ganze eben nicht optimal ausspielen. Elise direkt gefallen. Renekton wird dann nochmal angegangen. Ist aber alleine, braucht fast wenig Leben, kann da nicht mehr wirklich helfen. Und dadurch bekommt Irea nochmal einen Double Kill und das Krokodil bekommt nochmal immer einen Kill mit. Aber im Endeffekt, du hast angesprochen, ein 3-1 Trade, den du eigentlich so nicht nehmen darfst. Nee, auf gar keinen Fall. Also, da hat man sich gerade ein bisschen verschätzt, muss man sagen. Aber wie gesagt, noch ist hier nichts vorbei. Wir haben schon oft gesehen, dass ein Spiel noch geturnt werden kann. Ja. Ja, natürlich, ein Renekton und Elise spielt dann nicht mehr so stark, aber Ezreal und Ryze könnte dann übernehmen. Gerade Ruin hat dann Möglichkeiten. Und so dieses Catch-Potenzial, das man mitbringt auf Seiten von Fenerbahce, das ist natürlich da. Ja, bisher hat sich das halt auch nicht so ausgezahlt. Also sie fokussen die Irea komplett raus, aber sie hat eben ihre 5 Kills, hat jetzt anderthalb Items. Und jetzt der eigene Catch hier. Vielleicht der Stun von Irea trifft nicht ganz. Aber es sind viele Leute da. Auch Hekarim kommt jetzt nochmal mit dem E angesprintet. Bekommt jetzt hier auch nochmal Renekton. Und der 6. Kill hier für Irea. Ja, also der ist gut dabei. Er hat zwar auch schon 5 Tode, aber ich meine, Schaden macht er trotzdem und gefährlich wird er trotzdem. Aber vielleicht ist das seine Taktik, einfach immer noch direkt mitsterben, dass er keinen Shutdown-Gold gibt. Jetzt muss er erstmal Ruin aufpassen, denn der stirbt ja auch nochmal davon. 1 gegen 1 quasi. Also das läuft gerade wie am Schnürchen für Isurus Gaming. Was ist denn los? Weiß ich auch nicht, das frage ich mich auch gerade. Und jetzt auch nochmal Elise mit dem Catch. 4 trifft leider nicht ganz, aber den Flash von der Spinne wieder bekommen. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, dass eben Fengwu und jetzt auch gerade Fenerbahce so unsicher wirken, so als hätten, also, als würden sie ihr Wissen und ihr Talent oder was sie haben, einfach so komplett beiseite legen gerade. Klar, wir können immer noch League of Legends spielen, verstehe mich nicht falsch, aber gerade wirkt das nicht so souverän wie auch in den anderen Spielen. Ja. Braum Ultimate geht auch daneben. Ich glaube, du hast ein Problem, weil du zum einen wieder die Botlane sehr hart verloren hast, aber diesmal die anderen Lanes auch nicht so laufen. Also du hast viele Ressourcen Richtung Mitte gesetzt, aber Irea hat die Kills bekommen, dadurch ist sie halt noch im Game. Sie hat sogar mehr Farm, oder even Farm mit dem Krokodil. Und auch der Hikarim, man muss es einfach sagen, super gut im Game. Der hat leider seine Trinity Force fertig und erst dann klatscht der richtig los. Das ist richtig. Vielleicht, was ich mir bei Fenerbahce schon noch vorstellen könnte, ist jetzt so ein bisschen weit hergeholt, aber so nach der Niederlage eben gegen Fengwu, vielleicht sind die auch ein bisschen angekratzt, so ein bisschen geknickt, weil sie ja dachten, ja, dachte die Gruppe machen wir easy. Kann sein, ich meine, das muss man auch mal bedenken, ich bin sowieso jemand, ich interessiere mich immer so sehr für dieses Mentale, so dieses Menschliche dahinter, für die Spieler.
ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen an den Nagel. Klar, wenn du Profi bist, musst du sowas einfach abhaken, aber gerade bei so internationalen Events, wo jeder Win zählt. Richtig. Jetzt ist man schon 5000 Gold hinten fast. Und das Minute 19, also das ist ein dicker Batzen Gold. War aus mit zwei Items fertig. Immerhin jetzt Azuriels Power Spike ebenfalls erreicht. Also er hat jetzt sein Trinity fertig, die erste Träne voll, Mana-Item fertig. Der tut jetzt richtig weh und das ist ein bisschen greedy hier. Guardiul kommt nochmal hinterher, aber das Hortehü kann da nicht mehr wirklich rein. Teleport geht ebenfalls nochmal raus und überleben das. Alirelia springt nochmal rein, bekommt das Krokodil. Und jetzt kommt Emil Karim selber auch nochmal. Ryze kann hier nicht wirklich was machen. Shutdown Gold aber nochmal. Und jetzt bekommt man den Double Kill auf Akali, die einfach mal wie so ein heißes Messer durch die Butter geht. Und auch Braum verabschiedet sich. Triple Kill für die AP-Maschine. Eieieiei, also Bugax holt sich hier drei Kills, das könnte sogar ein Inhib jetzt werden. Und Isurus zeigt sich von der richtig starken Seite. 5-0 Akali, 7 Kill Irelia, über die Tode reden wir da mal nicht. Und ein 2-0 10 Hecarim. Der Inhib wird fallen. Und wenn du bei Minute 20 schon einen Inhib bekommst, dann steht dir die gesamte Karte eigentlich auf. Dann hast du so viele Möglichkeiten, weil dieser Druck alleine bei einem eigentlich recht soliden Wave Clear zwar, also ein Renekton kommt gut mit Minions klar und vor allem den Ryze, der kann sich da gut wehren, aber du musst dann halt immer mindestens einen von beiden da abstellen und ein Ryze hat gerade kein TP, Renekton hat sowieso kein TP. Wenn du die jetzt auf der Botlane hast, ich weiß ja nicht, sehen wir die Szene nochmal, das Ganze öffnet eben von Oddi bzw. Bolulu, der sagt, okay, ich versuche irgendwie rauszukommen, ich versuche dich in mein Team reinzubaiten. Das hat Oddi gar nicht schlecht gemacht, weil die gingen ja erstmal voneinander separiert und dann kommt eben Gaio mit rein und dann hast du eben einen recht sauberen Fight. Ja, Oddi da unten, der rennt erstmal raus, um dann gleich wieder reinzuspringen. Im Endeffekt tradet man hier erstmal 1-1, aber dadurch, dass Renekton down ist, fehlt dir eben dieser Hauptdamage, fehlt dir eben gerade der, der eigentlich am stärksten ist. Und hier der Double Kill, das hat mit einem Ult-Charge einen Double Kill zu bekommen, ist glaube ich für Akali auch absolut Craigers im Moment. Aber hier Japan wird auch wahrscheinlich noch sich gedacht haben, gut, was mache ich jetzt hier alleine? Und dann ist der Triple Kill für Akali und jetzt Bugax, der ist inzwischen gefeedert. Ja, der hat zwei Items, steht 5-0, der hat Appetit auf den Ryze, auf das blaue Männchen. Der steht da, versucht es nochmal, will mit der Ultimate rauskommen, schafft er aber nicht. Redemption geht auch nochmal raus, das riecht nach einem Solo-Kill. Ja, stark gemacht von Bugax. Ja, man kriegt nochmal durch das Redemption da von Gaio im Endeffekt einen Assist. Aber trotzdem, mega stark gespielt hier. Also Bugax zeigt, dass auch er mechanische Champions kann, dass er damit umgehen kann. Und er zeigt auch, warum Akali vielleicht den Tag bisher gebannt wurde. 7000 Gold Vorteil, Minute 22. Also das ist halt ein Sackgold. Ja. In der Tat. Also Kirai muss aufpassen, dass er nicht gleich angesprungen wird. Irelia Ultimate geht daneben. Aber Hekarim, der hat eben auch noch eine. Geht da nochmal rein. Guardio Ultimate hinterher. Double Knockout nochmal. Und der Double Kill von Irelia. Aber man hat noch nicht genug. Man geht nochmal hinterher. Krokodil überlebt das Ganze nicht. Hekarim springt dich einfach an. Aber starker Shutdown hier. Nochmal von Azriel. Es sollte aber nicht reichen. Du hast noch einen Flash Taunt. Ja. Und zack, geht der nächste Carry down. Du hast Super Minion in der Basis. Vielleicht könnte das sogar das Game sein. Teleport geht raus. Also Isurus Gaming, der Außenseiter in dieser Partie, zeigt mal 19:07 von der Batsche eSport hier, wie man League of Legends spielt. Wirklich starke Bewegung, auch gerade hier wieder dieser Catch. Und das, obwohl die Rea Ult erst ins Leere geht, ja, man hat trotzdem noch einen Hackerin, man landet den Stun danach, man hat so viele Möglichkeiten, die man richtig gut ausnutzt. Ja, man zieht sich sogar doch nochmal zurück, man beendet gar nicht. Ich dachte eigentlich, dass... Also ich glaube auch, also aber... Ich hatte hier Finish versucht. Ist okay. Wahrscheinlich bin ich deshalb kein Pro-Spieler, aber... Ich glaube, man hätte ein bisschen aggressiver gehen können. Man will jetzt hier, glaube ich, einfach nur das Game nicht noch bauen. Das heißt, klar, es ist immer gut, auf Nummer sicher zu gehen. Versteht mich nicht falsch. Aber so 9000 Gold-Differenz hier, kannst du auch mal versuchen, vielleicht noch einen zweiten oder den ersten Nexus-Turm mitzunehmen zumindest. Sehen wir es ganz normal. Ich meine, Kirai ist eben inzwischen auch nicht mehr wirklich useful. Nee, das heißt, wenn der Elise im Early Game nicht wirklich aktiv werden kann, dann hast du da nicht viele Möglichkeiten. Hier sehen wir eine schöne Bombe. Also Hecarim Ult, into Gaio Ult, dann kann die Irelia da frei durchspringen, Double Kill. Im Endeffekt macht Hades hier eigentlich noch einen guten Job, was das Kiting angeht, was den Damage angeht. Er nimmt am Ende auch noch Oddi mit, aber Slow sagt sich, ja, okay, hätte ich auch gern noch. Dann holt sich das im Endeffekt Hades. Ruin kann da alleine auch nicht mehr viel machen. Ah, und stark gespielt im Endeffekt wieder von Isurus. 22-8 jetzt, 2-0 Drachen. Der nächste wird auch nochmal ein Wolkendrache. Das heißt, wenn es um Tempo geht, sind die richtig gut dabei. Ja. Du hast vorhin schon von dem Rennauto gesprochen. Jetzt hast du nochmal einen Booster eingebaut. Ist hinten so einen kleinen atomaren Zünder. Schauen, ob wir hier gleich nochmal eine kleine Explosion sehen in Sachen Teamfight. Vielleicht auch von Fenerbahce. Vielleicht können die irgendwie zurückkommen. Aber bisher sieht das nicht so aus. Ah, oh, wird gesehen durch das Red Trinket. Hätte jetzt auch
gerade kein Flash mehr zur Verfügung. Das geht mal so raus, man hat ja auch alle Zeit der Welt, muss man sagen. Man ist knapp 9000 Gold vorne. Damit kannst du jetzt auch den Baron nehmen, um dann auch sicher die Basis zu knacken. Oder du forcierst die Gegner eben in diesen Teamfight. So, jetzt werde ich mal der Versuch, der Hades. Oh, Hades, adios, amigo, der 4 geht durch. Saya holt sich hier nochmal den Kill. Und dadurch fällt der nächste T2-Turm. Vermutlich auch der nächste Inhibitor. Ja, sehr wahrscheinlich sogar. Also man ist auch damit beschäftigt, in die Sideline da zu verteidigen. Man kann sich gar nicht so sehr auf Visurus konzentrieren. Jetzt auch gerade, wo Hades fehlt. Wenn du einer weniger bist. Ja, zweiter Inhib down. Klar, der Bot Inhib kommt in 30 Sekunden wieder. Aber jetzt, wo die Mitte fehlt, kann man vermutlich gleich sogar Richtung Baron gehen. Oder kann den Gegner in Richtung Baron baiten. Man hat so viele Möglichkeiten. Du kannst das alles so ausspielen, wie du jetzt willst. Einfach weil du 10.000 Gold vorne bist. Weil du... Item-technisch ein Riesenvorteil, dass du hast den 10. Die Ulti von Varus trifft, aber der Snipe leider nicht. Der Damage ist trotzdem immer aus. Varus bekommt sogar noch den Kill. Die sind halt alle gefeedet auf Seiten. Ja. 6-0 Akali, 10-6 Irea, 3-1 14 Hackerim. Auch der Varus inzwischen gar nicht schlecht im Game mit 2,5 Items. Wie also, willst du die noch aufhalten? Das ist so eine harte Klatsche gerade, die 19-07 Fenerbahce hier bekommt. Sehr, sehr schade. Man muss auch sagen, die Botlane verliert halt jedes Game aktuell. Ja. Also selbst wenn sie die Games gewinnen, ihre Botlane, auf die kannst du dich hier wobei, null also hier verlassen. Würde ich, sorry, dass ich da, aber hier in dem, also stimmt dir allgemein zu, aber in dem Spiel ist es das ganze Team. Das stimmt nicht. Also ja, absolut. Kirai mit den Gangs, muss man sagen, war auch nicht so optimal. Klar, Hades in Japan. Nur, ja, du hast ja so viel Action auf anderen Lanes gehabt und trotzdem hast du eine Mid-Game-Comp mit Braum und Ezreal, die du halt nicht nutzen konntest. Es wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen, das Sideline nach vorne zu tragen hier im 2 gegen 2, aber das 2 gegen 2 sind sie halt nie vorne. Trotzdem, ich stimme dir absolut zu, hier hat das ganze Team kein gutes Game gemacht und es muss ein Wunder passieren, wenn sie das noch aufholen wollen. Das auf jeden Fall. Ich meine sogar theoretisch, Hades ist gerade der noch am besten im Game ist. 1-3-1 Ezreal mit 2 Items, 2,5 Items. Aber wenn 1-3-1, also dein bester Charakter gerade 1-3-1 steht und 2 Items hat nach 25 Minuten, das sagt einiges aus über das aktuelle Spiel und wie es wahrscheinlich enden wird. Also ja. Um das hier noch zu drehen, brauchen sie wirklich das mittelgroße Wunder. Galio hat auch gleich wieder Flash. Ich glaube, mit dem nächsten Flash Taunts Engage von Galio ist das Game durch. Ja. Alle Ultimates jetzt auch zur Verfügung. Jeder hat jetzt gleich Flash zur Verfügung. Isurus Gaming kann wirklich den Teamfight nehmen, wie sie möchten. Können sie jetzt eben mit dem Baron das Ganze hier super easy auspushen. Also, sie werden den Bot-Inhib bekommen, sie werden auch den Top-Inhib bekommen. Und jetzt bekommen. Vielleicht hier Triple-Taunt, aber da ohne Flash, Irelia mittendrin. Hekarim kommt dazugehüpft und damit hast du schon mal die Lista. Und die Spinne wurde runtergespült, das Krokodil geschlachtet und der arme Nordmann hat sein Bart verloren. Also, das war wirklich ein krasser Teamfight. Nicht schlecht. Mit dem Nordmann, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nicht schlecht. Ja, aber Isurus, 27-10. Jetzt der nächste Inhib-Turm, der gefallen ist. Flash Taunt geht ins Leere von Slow. Das ist nochmal bitter. Man sollte den Inhib bekommen, dann zieht man sich wahrscheinlich sogar nochmal zurück. Man will einfach nicht zu riskieren. Und vielleicht will man auch einfach nochmal einen Fight mitnehmen. Aber sie finishen nicht. Also, man muss sagen, Isurus Game mir ein bisschen zu vorsichtig. Dafür, dass sie hier wirklich 14.000 Gold fast vorne sind, 13.000, ist das sehr zaghaft, was sie hier machen. Ja. Ich meine, ich kann verstehen, wenn du halt 0-3 reingestartet bist, willst du jetzt vielleicht diesen einen Win, den du gerade quasi vor dir spürst. Du weißt, du hast den Win quasi in deinen Händen. Aber ich glaube, du willst dann einfach nicht noch irgendeinen Fehler machen, der das Ganze außer Hand geht. Deshalb verstehe ich kann es nachvollziehen. Ist vollkommen in Ordnung. Jetzt haben sie 2 zerstörte Inhibs, können gleich einfach zu 5 durch die Botlane gehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und hier sehen wir die Szene nochmal. Wie gesagt, super schöner Taunt von Galio. Dann kommt Hackerman von hinten reingerannt. Problem ist es auf der anderen Seite, unten eben der Ryze, den Solo-Kill gegen Akalio. Deshalb war es am Ende auch so, dass man hier Probleme hat. Und vor allem sind Oddi und War Angelus super low. Und Hades kann natürlich mit seinem Poke da viel machen. Trifft Oddi auch nochmal. Flash, Q. Bei vorne. Nächster Kill, Shutdown nochmal für ihn. Aber es war halt nur so ein kleiner Wermutstropfen. Ja, wirklich auf so einem richtig heißen Stein, auf so einer Herdplatte, der direkt verdampft. Na, jetzt hier, wie gesagt, der letzte Inhib, der fallen wird. Oh, die Ultimate trifft halt wieder. Galio wieder mit dem Double Taunt. Und jetzt hast du den Ryze verloren. Deine einzige Late-Game-Maschine hat sich verabschiedet. Das Krokodil ebenfalls. Und das sollte es jetzt doch gewesen sein. Hekarim ultet auch mal rein. Galio ultet auch hinterher. Und das war's. GG, WP, das Game. Das erste Win hier für Isurus Gaming in der Gruppe A. Und damit vielleicht noch Tür und Tor geöffnet
für Tiebreaker. Das auf jeden Fall. Also die Gruppe ist wieder spannend. Das sah eigentlich nach der ersten Hälfte so aus, als hätten wir die beiden quasi Play-in-Playoff-Kandidaten schon sicher. Ja. Aber hier ist alles wieder offen. Auch Isurus jetzt gerade mit der Leistung, die sie gezeigt haben, vor dem Spiel meinte ich noch, ja, selbst wenn sie gewinnen, glaube ich nicht. Aber die Leistung war nicht schlecht. Doch klar, Fenerbahce hat nicht gut gespielt gerade. Der Draft war nicht optimal. Die wurden komplett überrannt. Ja, aber trotzdem muss man auch Isurus loben. Man sollte vielleicht immer eher das Positive sehen. Und da war Isurus gerade wirklich gut dabei. Auch wie Irelia ja immer wieder so viel. Also Irelia hat ja alle Ressourcen gefressen, aber sie hat immer noch Kills bekommen. Ja. Also ich glaube, du hast zu viel forciert auf diese Irelia. Das ist richtig, auf jeden Fall. So. Da hätte man woanders vielleicht angreifen können, vielleicht wen anders da ein bisschen nach vorne bringen können, aber wie gesagt, das kann ja morgen noch besser werden, vielleicht kann Fenerbahce sich dann nochmal rehabilitieren. Nach zwei Siegen jetzt mit zwei Niederlagen, morgen sind nochmal zwei Spiele für alle Kandidaten in dieser Gruppe, das heißt, da könnt ihr auch nochmal alle beobachten. MVP in diesem Spiel war für mich, glaube ich, tatsächlich auch die wobei Hackerin war auch gut dabei. Ich glaube, Hackerin, der war immer da. Ja, Audi war nicht schlecht. Also es ist schwierig zu sagen, weil ich fand, die generelle Leistung von Isurus Gaming war gerade sehr gut. Ja. Irelia hat halt immer noch Ressourcen bekommen und war dadurch immer noch im Game, auch im Farm, immer noch even. Auch das kann man würdigen, denke ich, dafür, dass sie wirklich alles abbekommen hat auf der anderen Seite. Und schwierig. Also ich würde mich, glaube ich, für jeden hier freuen. Ja, freuen sowieso für jeden, weil ich meine... auf jeden Fall. Wir werden sehen. Vielleicht können sie ja morgen noch was rausholen jetzt hier, Isurus. Und wer der MVP gleich wird, werden wir wahrscheinlich auch nochmal eingeblendet bekommen. Ich denke mal, ein paar Highlights haben wir gleich auch noch. Aber man muss sagen, tatsächlich, jetzt nach dem Tag hier heute, ist alles so ein bisschen gegen meine Erwartung. Also ich habe erstens vorsichtigeres League of Legends erwartet, vermutet, wie auch immer. Haben wir nicht komplett gesehen. Nee. Also von Game 1 bis 8 heute war, auch wenn die letzten Games, finde ich, insgesamt langsamer waren, trotzdem noch sehr viel Action dabei. Jetzt gerade in dem Jahr auch wieder 30 zu 10 Kills oder ich weiß nicht genau wie viel. Auf jeden Fall einige. Es ist halt einfach Böllerbus. Es ist so Kerngedanke rein. Aber super unterhaltsam zum Zugucken. Das auf jeden Fall. Oft hatten wir eindeutige Games. Auch das letzte Game ging länger, war aber doch sehr eindeutig. Ich glaube, den Teams hier in der Play-In-Phase gerade fehlt mir so ein bisschen dieser Mut, Games auch zu closen. Ja. Nein, aber trotzdem. Also, toll zum Gucken. Das auf jeden Fall. Also, was die Fights angeht und alles und was so auch die Spannung angeht, ist wirklich gut mit dabei. Wir sehen mal ein paar Szenen. Wie gesagt, Isurus war eigentlich, auch wenn sie am Anfang ein paar Probleme mit dem Renekton hatten, was ist das Problem? Es war so nervig, aber es war handelbar. Und da zeigt sich auch, warum Renekton wahrscheinlich nicht so oft gepickt wird, weil er eben eine Countermöglichkeit hat. Und wenn er im Early Game nicht nach vorne kommt, dann ist er eben nicht so useful. Und hier sehen wir so eine Mini-Bombo gleich. Schöne Hacker mit 3-Mann-Ult, into Gaio, 3-Mann-Knock-Up. Und dann kommt der Ireas dann eben hinterher. Und man kann auf mehrere Ziele springen und. Das war super schön gemacht. Na, Double-Kill im Endeffekt hier auch. Und das war quasi dann auch so der Moment, in dem man wusste, okay, das Spiel sollte gleich vorbei sein. Audi hier auch wieder richtig gut dabei. So wie der im Fokus steht, könnte ich mir auch vorstellen, dass der MVP ist. Ja. Er war halt wirklich in jeder Szene dabei. Also, er hat das halt wirklich genial gemacht. Hat auch nicht die Mitte immer nur gecovert, sondern war auf der ganzen Karte präsent. Ja. Gerade die Botlane hat er mittragend vernichtet, muss man sagen. Dadurch, dass Elise halt wirklich nur in der Mitte war, hast du ja auch Räume dem anderen Jungler gegeben, die Sidelanes zu bedrohen. Wenn du die Sidelanes für verlierst, hast du halt auch schon ein Riesenproblem. True. Ja, hier wie gesagt nochmal die letzten 10. Da fallen dann auch die Nexus-Türme, da fällt dann im Endeffekt der Nexus für den ersten Win von Isurus. Damit die jetzt mit einem Sieg in der Gruppe, dann haben wir da drüber die Bombas und Fenerbahce jeweils mit 2 Siegen. Und ganz vorne eben Fongwu mit 3 Siegen. Und das bedeutet, dass wir morgen in jeweils, alle Teams haben noch 2 Spiele, noch alles drin haben. Also klar, wenn Fongwu jetzt ein weiteres Spiel gewinnt, ist Isurus zumindest nicht mehr in der Lage, auf den ersten zu kommen. Das stimmt. Und für Fongwu reicht auch ein Sieg aus 2 Spielen morgen, um eben in die nächste Runde einzuziehen. Aber es ist auf jeden Fall, wenn wir das perfekte Szenario bekommen, sogar noch ein 4-Way-Tiebreaker möglich. Und wir hören hier mal kurz rein. Métete a la backline, alguien dio pulter todavía. Yo pulter, pulter, pulter. Pulteo acá. Bueno, somos buenísimos. Deutlich ruhiger. Sehr, sehr ruhig, die Kollegen. Also aber sehr entspannt. Also trotzdem aber, finde ich, straight. Ruhiger, aber klar. Wirkt es zumindest auf mich. Ich meine, muss ja auch nicht unbedingt immer rumgeschrien werden. Ja. So, vielleicht waren die einfach so, boah. Also es war mal eine glasklare Angelegenheit. Ja, 14.000 Gold Vorsprung am Ende auch. Wir sehen den Grafen, der wirklich stetig nach oben ging. Ja. Ansonsten, Damage-technisch, klar, wenn die Gegner nicht so die Frontline haben, kannst du nicht so viel Schaden machen. Vor allem in einem 28-Minuten-Spiel. Aber die Werte sind dafür trotzdem nicht schlecht. Und vor allem, weil sie gut verteilt sind, weil alle wirklich ausgeteilt haben. Also ja, Fenerbahce mit der zweiten Niederlage jetzt auch am Stück. Wir sehen es, 30 zu 10 ist halt... Puh. Das ist halt echt heftig. Ja. Vor allem, dass Gaio 12.000 Damage gemacht hat. Als Supporter.
Tank Support. Support, by the way, ja. Darf ich vorstellen, Supporter mit, oder allgemein Champions mit Aftershock. Ja, das ist schon krass. Aber war ein schönes Spiel, muss man sagen. Also generell, der Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht. Same. Auch die Kollegen Mori und Bart haben sehr viel Spaß gemacht. Die jetzt sogar noch gut davon kamen. Wir haben nichts Negatives. Wir hätten ja eigentlich jetzt schießen können, wie wir wollen. Aber wir sind das ja die netten Caster. Wir sind die, wir sind die Neuen. Wir wollen ja keine negativen Vibes. Deshalb schießen wir nicht gegen Bart und Mori. Außerdem caste ich morgen mit Bart. Und er hätte wahrscheinlich irgendwas Gemeines dann getan. Deshalb. Ja, ne? Muss man mal aufpassen. So, wie dem auch sei, wir verabschieden uns dann sogar schon für Wobei, heute. Zeig mal nochmal ganz kurz die Gruppenübersicht, damit ihr das noch sehen. Ja, dann können wir gleich Tschüss sagen. Aber hier erstmal nur ganz kurz. Ich habe es zwar gerade schon angesprochen, aber damit ihr nochmal seht. Übrigens auch morgen die anderen Teams, die reinstarten. Die Nation Focus Media kennen wir auch noch von den Worlds Play-Ins. Ins eSports, Mega mit dem schönen Elefanten und dann eben am Ende noch Vega Squadron. Hier seht ihr mal den Spielplan für morgen, wie gesagt, auch das mal ganz interessant. Aber ja, das war's dann. Ja, wie gesagt, für heute ist dann durch. Morgen dann in der Frühschicht, Bart und meine Wenigkeit und Spätschicht bist du dann mit Eis? Ich bin mir nicht sicher. Ich will mal nichts Falsches sagen. Ja, ja. Die Leute denken, ja, der Carsten ist ja gar nicht da. Ja, das wäre unlucky. Ja. Ich meine Eis, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich heute nicht nachgeguckt. Ich weiß noch nicht, die Spätschicht habe, ich komme dann irgendwann, um dich abzulösen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ihr könnt nochmal darauf achten, 7 von 8 Teams, also von diesen 7 von 8 Spielen, hat immer die linke Seite gewonnen. Echt? Ja. Krass. Das ist heftig. Wie dem auch sei, bis morgen. Gehabt euch wohl. Ciao. Ciao.